Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es regnet noch immer. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mal auf meiner Susi oder wie auch immer, ich sage einfach mal Susi, ein Stück reiten und wir werden mal unsere Tiere besuchen und schauen, wie es bei denen so sauberheitsmäßig aussieht, also sauberkeitsmäßig so. Also wollen wir mal schauen. Und nicht wieder hängen bleiben. Lieber mal ein bisschen Anlauf nehmen, glaube ich. Das ist wohl besser. Okay. Jawohl, das hat ziemlich geklappt. Machen wir mal einen kleinen Ritt hier. Aber nicht allzu schnell. So. Wie haben wir es denn hier überall? Wir reiten mal hier hinten rum. Machen wir mal ein bisschen eine legere Folge. Es muss ja nicht immer nur so doll gearbeitet werden. Bei Regenwetter dürfen wir uns das mal erlauben, nicht so doll zu treiben. Ich will mal hier reinreiten. Mal gucken, ob das funktioniert. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber ich denke mal, warum soll es nicht gehen? Jawohl, guckt euch an, das funktioniert. Ist doch mal ganz was anderes. Hallo, guten Tag, ihr Lieben. Ich bringe euch aber niemand Neues. Keine Angst. Der wird nicht bei euch wohnen. Na, 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 na. Karambolage. Mittendurch. Ich glaub's ja nicht. Das sah ja eben aus. Naja, sei es drum. Was machen unsere kleinen Marzipanschnäuzchen? Oh, das war nicht toll. Und dann auch noch durch die Schweine durch. Halt! Nicht so schnell! Bleibt doch mal stehen. Wollen wir doch mal gucken. Guckt euch das an. Was machen die hier? Fressen, 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 ne? Ja. Das ist auch mal interessant. Das habe ich noch nicht gemacht. Halt, wir wollen nicht da über den Zaun. Halt, halt. Ich habe doch S gedrückt. Warum bleibst du nicht stehen? Naja, man braucht ganz schön Übung, das im Griff zu haben mit den Pferden. Das muss ich öfters machen, glaube ich. Oh, oh, oh. Was machen die Hühner? Halt! Stehen bleiben! Wir wollen doch nur gucken, Susi. Wir wollen doch nur gucken und nicht scheuchen. Guck mal. So vieles kleines Federvieh. Und die scharren trotz Regen draußen rum. Ist doch mal klasse, ne? Guck mal, Susi. Ja. Denen geht's also gut, das muss man mal sagen. Jetzt lasse ich die nur ganz langsam hier durchschreiten und drücke immer nur A und D, um sie nach links oder rechts zu dirigieren. Wenn ich jetzt auf W drücke, dann macht sie mir wieder einen Satz nach vorne. Das ist ziemlich diffizil eingestellt, wie es aussieht. Und gucken, dass ich hier keins erlatsche. Oh Gott. Die armen Hühner. Mal durch die Büsche durch hier. Ja, dok, 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 dok. Ja, legt mal schön Eier. Können wir brauchen. Der Bäcker braucht Eier. Neuerdings kann man sogar Eierlikör herstellen hier bei der Brennerei. Aber ich habe das Update zwar gezogen, aber noch nicht drauf gemacht. Das, okay, das ist schon ganz schön Mist von den Schweinen. Oho, guck mal an. Können wir ja bald mal wegholen. Schauen, wie es hier hinten aussieht. Ja, so ist schön. Ja, die haben schon wieder ziemlich geschweinert hier. Guckt euch das an. Bleibt mal stehen, Susi. Halt. Brrr. Mal hier reingucken. Naja.
Alles gut. Wir machen weiter. Wir wollen ja noch bei die Schafe vorbei, ne? Und dann gehst du zurück. So. Das ist interessant, den Hof mal bei Regen zu beobachten. Das macht man ja normalerweise kaum so. Man hat ja immer nur zu tun, ne? Immer, immer hat man zu tun. Mal schauen, wie viel Wolle hier da ist. Das ist ja mal interessant. Da weiß ich doch schon mal Bescheid. Ist bestimmt bald wieder so weit, dass man da was abholen kann. Ja, ist es auch. Die Schäfchen, die haben Wolle, okay, aber es ist noch Platz. Ja, bleib mal stehen, Susi. Wir wollen mal gucken. Okay, weiter. Halt, halt, halt. Nicht galoppieren. Davon war nicht die Rede. Halt. So. Naja. Alles gut. Ich bring dich jetzt zurück und dann müssen wir mal schauen, was zu tun ist. Ist garantiert zu tun, ne? Nicht zu schnell, sonst haben wir ein Problem. Okay, halt. So, das hätten wir. Ja, war schön, nicht? Ja. Okay, weiter geht's. Wir müssen gucken, was noch zu tun ist. Okay. Klappen auf. Dann müssen wir mal schauen, dass wir den beladen können. Das ist immer ziemlich frickelig hier. Mal ganz langsam hier hin und her zirkeln, bis man dann da irgendwie den Trecker erwischt. Ich fahre mal ein Stück weiter zurück. Da kann ich näher ran. Hier probiere ich jedes Mal ziemlich, bis das dann klappt. Es ist immer ganz plötzlich, wenn es dann tatsächlich auf einmal geht. Da weiß man nie so genau, warum. Ich bin da schon immer froh, wenn sie überhaupt klappt. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist eine Frickelei hier. Das ist einfach. Aber schon von Anfang an. Das ist die einzige Stelle, wo ich auch immer Probleme habe. Genau wie Shorty auch. Es ist schwierig hier was einzuladen. Ach, einfach R drücken. Er zeigt gar nichts an. Okay. Er zeigt es nicht an. Na gut, das muss man auch registrieren. Letztes Mal hat er was angezeigt. Deswegen habe ich jetzt hier rumgestochert. Gut, zumachen. Hat funktioniert. Da schicke ich den jetzt hoch. Oder wir grasen vielleicht mal hier die Produktionen ab. Das ist, glaube ich, besser. Denn da wird das Zeug zuerst gebraucht. Bushaltestelle besser stehen lassen, ne? So, jetzt müssen wir hier links rum. Tja, ich habe hier auch Keilsilos stehen, aber die habe ich nach wie vor nicht bestückt. Bin nicht so sehr der Silo-Frick. Naja. Aber ich habe mir ja vorgenommen, das mal zu probieren. Und das werde ich auch tun.
Ist eine Frage der Zeit. So. Das ist die Bäckerei, oder? Nein, das ist die Molkerei. Alles klar. Jetzt weiß ich gerade nicht, brauchten die überhaupt Sprit? Das können wir ja mal nachschauen. Die Molkerei. Nein, sehr gut. Okay. Können wir weiterfahren. Sehr schön. Die brauchen alle möglichen anderen Sachen, aber Sprit nicht. Das ist schon mal gut. Fahren wir hier mal rum. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob die Sprit brauchen hier. Mayo Ketchup. Moment mal, wie ist denn das eigentlich beim Malzwerk? Das ist auch noch wichtig. Oh, wir haben sehr viel Malz. Sehr schön. Wasser braucht es, ist voll. Paletten hat es. Alles da. Aber Weizen, guck mal an. Dann müssen wir wieder... Oh ja, alles klar. Gut, also die brauchen nicht. Wie ist das mit der Brauerei? Bierkasten. Wasser. Oh, Wasser ist alle. Eieiei. Die brauchen alle keinen Sprit. Brennerei. Die habe ich überhaupt noch nicht in Betrieb. Aber ich habe schon einiges her. Also Hefe haben sie schon. Ich glaube, Wasser wisst ihr schon. Nee, ist nicht. Okay. Whisky-Herstellung. Da mal reinklicken, was ist da? Hefe. Holz. Holzfässer habe ich hier hergestellt. Ah, da haben sie auch schon welche. Guck mal an. Ne, die brauchen aber auch keinen Sprit. Tja. Wie ist das mit der Bäckerei? Brauchen die eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Mehl, Zucker, Eier, Butter, Vollmilch, Joghurt, Backpulver. Nein. Brückenbau ist erledigt. Erdhaufen waren wir schon. Fermenter, Fischfabrik. Moment, Fischfabrik, genau. Da haben wir auch noch nie angefangen mit der Produktion. Da könnte eventuell was sein. Auch nicht. Jetzt staune ich aber. Wie ist denn das mit dem Fischer? Der Fischer, den haben wir auch noch nicht geschaut. Achso, hier sind wir ja gerade, da gucken wir erstmal hier rein. Ketchup. Okay, haben wir auch schon einigen wieder. Nein, kein Sprit. Sehr schön. Ich denke, der Fischer hat gebraucht. Wenn ich mich richtig erinnere, der braucht. Der braucht. Moment, weiter oben. Wo guck ich denn? Fischfabrik Fischer, da ist er. Zustandswartung hat der auch. Okay, doch, Diesel, guck.
Hat aber noch nicht viel verbraucht. Da brauchen wir auch nicht hinfahren. Da werden wir den Diesel verkaufen, denke ich mal. Das mache ich dann aber nächstes Mal. Nicht hier jetzt. Das dauert viel zu lange jetzt, das Gesuche. Ich will ja noch ein bisschen was anderes mit euch machen. Leerpaletten, genau. Die, ach, diese Sicht immer. Das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Also die Friesenautos sind komisch. Das gefällt mir nicht so richtig. Dass man da immer so rangezoomt wird. Muss man so weit... Ah, ich muss noch festzurren. Ach du Schande. So. Oh, oh, das hätte gleich was gegeben. Gut. Ich habe jetzt auf U gedrückt, damit das ordentlich da drauf liegt. Das sieht immer so gediegen aus, wenn das alles so kauderwelsch da rumliegt, da oben drauf auf dem Verdeck. Das ist ja Wahnsinn. So. Dann müssen wir hier nämlich noch Paletten verteilen. Halt. So. Mhm. Noch ein kleines bisschen vor. So. Gut. Ja, ich glaube, er ist fertig. Ja, er ist fertig. Gut. Können wir den Rest wieder einsammeln. Gut. Okay, da zieht sich ganz schön viel rein. Rums. Ich glaube, das war's. Ja, okay. Das war's. Brauchen wir hier noch welche? Oh, hier sind mehr weg. Guck mal an. Oh, das sieht so aus. Ich weiß es nicht. Kann täuschen. Ein Stückchen vor noch. So ist gut. Da wird das, ich würde den Rest reintun hier, das habe ich das Gefühl. Aber ich kann doch. Man kann sich täuschen. Schauen wir mal. Nö, doch nicht. Okay. Aber wir haben genug Paletten. Jede Menge. Wenn wir uns die gleich wieder krallen hier. So. Gut. Okay.
Aber hier geht bestimmt der Rest rein. Denke ich mal. Ja, sieht ganz so aus. Okay, das ist gut. Wir brauchen Nachschub. Und es regnet und regnet. Achso, ich muss das hier umdrehen erstmal. Hier hinten haben wir ja gar keinen Weg. Wir müssen ja zurück. So. Ein bisschen rauszoomen, dass das nicht so laut ist. Die ganze Zeit. Da kann man es ganz schön an die Ohren kriegen. So, schauen. Okay. Habt ihr denn eigentlich hier noch genügend? Ja, hier kann bestimmt auch was rein. Da kümmern wir uns vielleicht auch mal drum. Oder jetzt? Warum eigentlich nicht? Das können wir auch jetzt machen. Das ist schließlich die Grundlage für das gesamte Sägewerk. Dann machen wir das mal jetzt. So, mit dem Punkt nach rechts. Okay. Da haben die auch, was sie brauchen. Das ist wichtig. So, Festzurren nicht vergessen. Sonst haben wir gleich ein Problem. Bin aus Versehen auf F gekommen und habe direkt Licht gehabt. Mhm. So, wollen wir mal schauen hier. Ich habe eben einen Schluck Wasser nehmen müssen. Schon hier mein Kratzer am Hals. Okay. Vorwärts und noch ein Stück rüber. Okay. Gut. Mhm.
Rauf damit. Na, kommst du auch noch? Ja. Gut. Gut, dass da nicht mal keine Collie hat. Und Z. Ja, da passt was rein. Fertig? Ja, sieht so aus. Rest nehmen wir mit. Kommst du auch noch? Jawohl, gut. Müssen wir noch bei den Kirschen schauen. Die brauchen ja auch Material. So. Und Set. Kann sein, dass hier wieder der Rest drauf geht. Das nächste Mal sind die anderen Kirschen dran. Ich habe jetzt 2 Plantagen von jedem. Auch schon fertig? Ja, guck mal, das ist ja ein Ding. Ich dachte schon, die ziehen sich ja wieder alles rein. Aber nein. Diesmal nicht. Gut, gut. Da können wir hier noch was abladen. Okay. Das geht jetzt natürlich drauf, das ist klar. Hier fehlen auch Kartons. Aber eigentlich ist alles erstmal da. Die können produzieren, das reicht. Das nächste Mal sind die zuerst dran und nicht die anderen. Gut. Alles klar. Den stelle ich jetzt am Holzberg ab. So, gut. Alles klar. Und es regnet und es regnet. Es hört nicht auf. Wenn ich mir den Himmel anschaue, dann dauert das noch eine Weile. Naja, was soll's. Ich will mal schnell zu den Fässern gucken gehen. Die müssen wir das nächste Mal holen. Vielleicht mal anfangen, die Schnapsbrennerei zu bestücken. Mal gucken. Und da drüber. Egal. Oh, Hackschnitzel sind auch schon wieder. Die haben wir gerade erst weggeschafft. Schon wieder so ein Berg. Gut, gut. So, da wollen wir mal hier reingucken. Bestückt sind sie gut. Die haben alles, was sie brauchen. Okay. Ja, ja. Das sind die Fässer. Wie sieht's denn hier aus? Gut sieht's aus. Brauche ich nur auslagern oder kann man abliefern? Alles klar.
Das werde ich das nächste Mal höchstwahrscheinlich machen. Okay, in diesem Sinne, liebe Zuschauer, soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen restlichen angenehmen Nachmittag oder Vormittag oder wann auch immer ihr schaut. Alles, alles Liebe, bleibt gesund, passt auf euch auf. In diesem Sinne sage ich für heute Tschüssi, eure Maritzel.